Ihr wollt wissen, wie ich die Muni gemacht habe? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, mein Plan für heute wäre eigentlich den Kram hier, der so nach und nach sich füllt. Verdammt, jetzt habe ich eigentlich richtig nachgeguckt. Okay, das ist schön voll. Das passt also. Irgendwie darüber zu bringen. Genauso gleichzeitig von da aus, da führen wir ja gerade unsere Aluminiumteile rein, Casings, die darüber zu bringen. Das hatten wir in den hinteren. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie wir den Spaß jetzt darüber kriegen. Und naja, eigentlich würde es sich anbieten, das ja mit in diesen Tunnel reinzupacken. Aber der ist nicht groß genug. Mache ich den jetzt einfach einen breiter? Das wäre eine Möglichkeit. Dann wird es da hinten aber noch knubbeliger. Oder setze ich jetzt irgendwie da oben einen drauf? Dann käme das allerdings dort an. Das wird mir auch nicht so gut gefallen. Ich unten drunter einen setze, will ich eigentlich für einen Rückweg mir auf, also behalten. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das erstmal von drüben an, was wir da für Möglichkeiten haben. Aber wir brauchen dafür, brauchen wir eigentlich. Ich brauche dafür nur einen Manufacturer. Das heißt, man könnte das hier hoch an dem entlang rauflegen. Oder, nein, wir können das Ganze hier rechts verbreitern. Nach rechts verbreitern und hinten einfach nochmal vorne weggehen. Genau, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. Weil dann würde ich damit gucken. Ich habe ja gesagt, ich brauche diesen einen für... Wir können uns überhaupt mal in unsere Liste hier, To-Do-Liste bearbeiten. Wenn wir eigentlich sagen, wir brauchen zwei von denen. Denn, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, für die... hatte ich hier Noobs dabei? Genau. Für die brauchte ich nämlich auch nur einen. Wo steht der denn? Da oben. Genau. Das heißt, ich könnte da oben drauf nochmal zwei Stück hinsetzen. Das ist eine gute Idee. Damit fangen wir an. Wir wollen da oben hoch. Und sagen, wir hätten hier drauf gerne zwei Stück. Und zwar einmal hätten wir hier gerne... Nein, Produktion. Die setzen wir... Wie setzen wir die denn hin? Das gerne von hier kommt. Aber das macht keinen Sinn. Ich muss ja erst noch eine Ebene haben, auf, in der ich das ganze Kabelgedönse unterbringe oder Bändergedönse und so. So. Nee, das ist super, wenn ich jetzt hier hingehe. Das wäre so die Höhe. Moment. Lass mal auf, wir ziehen. Das hier ist jetzt unser Bereich, in dem wir das machen wollen. Dann können wir nämlich. Da müssen wir uns einmal. Zack, zack. Weil wir haben ja eh gesagt, wir wollen hier die. Den so ein bisschen einbauen, den ganzen Kram. Also ich sträube mich noch so ein bisschen davor, 75 und genügend Material. Verdammt. Dann gehen wir erst Material holen. Ist ja auch kein Problem. Habe ich das noch da vorne drin? Habe ich da noch Beton drin? Das werden wir jetzt herausfinden. Dann können wir auf jeden Fall da oben zwei Stück draufsetzen. Unseren Tunnel da auch so ein bisschen wirklich in die Fabrik reinzusetzen, die 75 Dinger zu bauen für unsere, was wollte ich denn damit eigentlich machen?
Irgendwas braucht 75 Stück. Waren das die? Ah, für die Shatter Rebar, genau. Ja, da kann ich noch mal gucken, ob ich ein bisschen wieder runternehme von dem, was ich da an Zahlen habe. Da muss ich noch mal ein bisschen rumrechnen. Okay, haben wir Gott sei Dank auch nicht so viel. Also nicht so viel Platz dafür. Was können wir denn beiseite legen? Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, brauchen wir alles. Gummi brauchen. Haben wir Gummi? Ne, Gummi brauchen wir gerade nicht. Und Kunststoff brauchen wir. Dich packen wir mal eben zurück, weil dich brauchen wir und dich brauchen wir. Kann ich noch beiseite legen. Ja, tut es erstmal. Erstmal ist das gut. Mit den Quarzoszillatoren, so viel brauche ich da nicht. Ich könnte die 75 tatsächlich durchziehen. Dann haben wir 375 dabei. Wir würden ja eigentlich 300 pro Minute reichen. Noch ist der Zug richtig flott auf der Strecke. Wir müssen das ja auch noch umändern, dass wir hier zweigleisig fahren. Da ist noch eine Menge zu tun. Aber wir kommen den Ganzen hier schon mal näher. Nein. Hier hin. Und hier. So. Wenn ich jetzt hier drauf. So, ja. Einen hätten wir hier hin. Also, den setzen wir da hin. Oder nee, besser. Kriege ich den so gesetzt, dass der. Nein. Dafür müsste ich nochmal einen davor setzen und dann wieder wegnehmen. Könnte ich aber so machen. Wenn ich den hier hinsetze, habe ich dann noch einen zurück. So, den setze und den direkt dann. Oh, das passt sogar. Dann geht das nur da nicht auf. Den nehme ich nochmal raus. Also, wir setzen uns dort einen vor, um den Überstand zu kriegen. Die reißen wir gleich wieder weg. Produktion da oben. So. Ich hätte mir diesmal gerne so sitzen. Das ist besser. Hm. Ja. So oder so. Ja, ich glaube, so reicht schon, ne? So, wir wollen das so stehen haben, dass der genau mittig da drauf ist. Das ist zu viel. Machen wir so. Und dich wollen wir auf der gleichen Höhe haben. Aber jetzt müssen wir gucken. Hier rüber. Und genau so mittig. Nein. Ja komm, wir haben gerade Zeug dabei. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ach, kein Platz mehr. Kein Platz. Was schmeißen wir raus? Was schmeißen wir raus? Was schmeißen wir raus? Schnell, entscheide dich. Ja komm, das legen wir weg, weil die finde ich cooler. Wir müssen den Mist hier auch noch alles irgendwie abbauen. So, jetzt haben wir die auf jeden Fall schön da, gefährlich, schön da hängen. Das heißt, wir können den wegnehmen. Und auf der Seite machen wir es genauso. So.
Und wir können damit diese Wände austauschen. So. Du wirst mir am Ende... Ach, kann ich doch gar nicht einstellen, weil du musst ja die Nukes machen. Du, Kollege, machst mir bitte Turbomunition. Dann haben wir das. Das heißt, wir brauchen Gewehrmunition, die kriegen wir von unten. Das ist nicht das Problem. Die können wir uns auch vorher dann abzweigen, wird uns sogar noch ein Problem weniger machen. Wenn wir den verpackten Turbotreibstoff da reinleiten und die Aluminiumgehäuse, sind wir hier schon fertig. Easy. Das heißt, wir müssen von da aus einen Abzweig legen, der hier rüber geht und hier hochkommt. Und wenn ich das richtig einschätze, wird hier unten entweder Chaos sein oder... Ah, nee. Wir gucken mal. Einmal hier runter. Wie sieht's denn hier aus? Wo hätten wir denn genug Platz? Wenn wir... Das hier wäre die Höhe. Den nehmen wir weg. Und ja, da reinkommen wäre blöd. Das heißt, wir müssten irgendwie am besten hier so ankommen. Das ist unser Zielpunkt. Reicht das? Wir machen das auch nur als einer. Ziehe ich dieses Ding jetzt... Also hier geht natürlich voll rein. Wie sieht es hier aus? Ah, da ging es schon fast. Zwei hier rüber. Drei hier rüber. Und da geht es genau durch. Genau, so legen wir das. Dann haben wir hier unseren Weg. Und hier geht der Spaß dann rauf. Das ist schon mal gut. Hätten wir das alles, sollte ich aber die anderen Dinger auch noch direkt berücksichtigen. Wobei, die Nobelisten, die ich dafür brauche, die baue ich hier. Das heißt, das ist kein Problem. Ich muss insgesamt 6 Sachen da hochkriegen, ne? Mal eben gucken. Ich brauche... die Munition, die hier gebaut wird. Ich brauche... stimmt, genau. Ich habe den Turbotreibstoff, den ich da hinten baue und hier rüber bringe. Ich habe dann den anderen Kram, den ich da hinten baue und hier... Also den ich mit dem Zug reinbringe. Das sind schon mal 3 Sachen. Und für die Nukes brauche ich... Smokeless Powder. Ich brauche... Uranium Cells. Und ich brauche Nobelisten. Ja, das heißt, die Encased Uranium Cells, genau. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich sie baue. Wie ich sie hier baue. Oder vielleicht woanders und dann reinbringe. Aber ich glaube... Das heißt aber, ich brauche 6 Sachen, die ich hier reinführe. Das ist doch schon mal ganz gut. Damit komme ich aus. Das heißt, ich kann hier lang gehen. Das hier hat auch genau gepasst. Dementsprechend ziehen wir das hier. Schön weiter. Jetzt müssen wir einmal gucken, wo denn jetzt ein guter Punkt ist, um rüber zu kommen. Ich würde das, glaube ich... Ich habe das ja hier schon ein bisschen so vorgesehen, dass ich da irgendwie was zum Verteilen habe. Also, gehen wir bis dahin. Also das da ist mein Zielpunkt. Von dem möchte ich gerne... Hallo? Was haben wir denn gerade? Interessiert es den nicht oder habe ich nicht gut genug getroffen?
Ich habe einfach nicht gut genug getroffen. Irgendwie macht das Spaß. Wo haben wir denn... Da, komm. Ich habe keine Munition mehr dabei. Ich habe tatsächlich keine Munition dabei. Ja, okay. Oh, ich muss klicken. Verdammt. Ah. Ja, läuft. Komm, den kriegen wir doch, den kriegen wir doch. Und das war daneben. Der rennt mir aber auch immer genau da raus, ne? Kriegt den nicht. Kann doch nicht sein. Ja, schaffen wir. Er war weit daneben. Muss doch mal kaputt gehen. Bitte. Hey. Okay. Okay, lassen wir das. Den kriegen wir nicht. Zumindest nicht von hier aus. So, wir wollen den Spaß von dort. Jetzt ist das so hin, oder? So ist, glaube ich, ganz gut, oder? So, dann hier rüber. Wir kommen auch hier drunter durch. Das wäre ja mega. Okay, perfekt. Und dann heißt das, wir haben hier direkt unseren Weg rauf. Ha! Als hätte ich es dafür gedacht. Na, fast zumindest. Dann packen wir uns hier drei drauf. Sehr schön. Und auf der Seite machen wir das Gleiche. Genauso hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passt. Und oben drauf kommt der Kollege und der Kollege. Mache ich das jetzt einfach nur einen hoch oder ziehe ich die Höhe durch? Ich glaube, ich ziehe die Höhe durch. Das ist besser. Dementsprechend kommt hier jetzt du kommst daraus und gehst jetzt muss ich überlegen 1, 2 hoch. Ja, Gott sei Dank. Okay. Ich muss hier nur zwei Sachen langführen. Die packe ich aber trotzdem nebeneinander. Geht da rein. Geht da hoch.
Oder sollte ich die besser nach hinten packen? Wobei das andere können von der anderen Seite einfach kommen. Das passt schon. So, dementsprechend setzen wir jetzt dich einmal. Hier hin. Und dich dort vorne ziehen wir. Du gehst zum Bahnhof da vorne. Das heißt, das müsste auch nochmal runter. Das geht unter dem Gleis durch. Das kriegen wir auch hin. Du hingegen kommst von hier oben. Und zwar setzen wir da vorne. Das ist schön mittig. Ja. Wie weit kann ich denn gehen? Da nicht. Das sollte passen. So, dick. So. Und von da aus gehst du bitte da dran. Das wird kann ich eine zweite Umfüllanlage setzen. Du brauchst 20 Kanister, ich mache 120, okay. Ich könnte theoretisch 6 machen. 60, genau. Und dafür habe ich aber nicht genug von dem Turbotreibstoff. Wie sieht das eigentlich mit dem aus? Muss ich ja dann hier auch gefüllt haben. Ne? Muss halt verhindern, dass das... oh, sieht gut aus. Das war so. Ich würde keine zweite setzen. Dann machen wir das ganz einfach. Damit sich das alles auch ein bisschen stauen kann, weil das ist halt Mission Critical. Zack, zack, zack. So, du gehst da rein und bringst den Turbotreibstoff darüber. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Okay, das hätten wir. Jetzt kommst du. Nee. Du gehst hier dran vorbei. Mal gucken, wie weit. Machen wir erstmal die 8. Und holen uns so weit wie möglich den Kollegen um. Ja, jetzt wollen wir. Okay. Das geht auf jeden Fall noch. Das geht auch noch. Noch einen würde ich nicht machen. Da gehen wir jetzt gleich runter. Genau. Erstmal den Zünder rausholen. Wir gehen bis an die Kante. Und dann schauen wir, dass wir runterkommen. Wie weit müssen wir denn runter? Eins, zwei, drei. Ja, das ist doch. Eins, zwei, drei, vier. Das ist zu viel. Viel zu viel. Wir versuchen mal unser Glück von da aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier drunter lang. Und damit hätten wir eigentlich den Weg soweit bereitet. Die sind hier drin. Hier ist auch was drin. Das heißt, das müssen wir gleich ein bisschen sortieren und so. Wir machen uns jetzt... Wie machen wir es denn am besten? Natürlich hier keinen Platz gelassen, ich Depp.
scheiß Zimmer aus. Ach, du kriegst auch gar nichts mehr rein. Okay, wir müssen dich gleich umfüllen. Wie auch immer. Hier kommt erstmal der Weg runter. Lustig. Ja. Nee, hätte einen höher gewusst. Nicht hier kommen. Hierhin. So setzen. Einen höher. So setzen. Das mit. Das wäre ganz gut, aber da muss ein. Oh, ich habe. Ich glaube, ich habe eine Idee, ob die funktioniert, ist was anderes. Wenn wir hier einen intelligenten Splitter nehmen, für den uns die KI-Begrenzer fehlen, die wir hier drin haben. Das klingt ja schon mal praktisch, oder? Nein, einen intelligenten Splitter. Der kommt so davor. Ich hoffe, ich kriege den jetzt auch da vernünftig rein. Natürlich nicht. Kann ich die Form ändern? Nein. Dann müssen wir den Spaß so bauen. Und dich so einsetzen. So, du. Nein. Hey. Du haust mir links raus nur die Aluminiumgehäuse. Rechts raus haust du mir bitte alles unbestimmt. Okay. Dann lassen wir nämlich alles Unbestimmte da drüben hinlaufen. Einmal da lang und einmal da rein. Du läufst gerade dahin. Du machst das gerade leer. Okay, das ist schön. Dementsprechend müsste das leer laufen. Hier müssten die rauskommen. Da nehmen wir sie mal weg. Und die gehen jetzt direkt als erstes nach oben. Das ist ungünstig. Hey, 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 hey. Auch das kriegen wir hin, dass wir die noch leer laufen lassen. So, dann einmal hier runter. Also mal, damit läuft alles von da hier rein und kommt irgendwie hier raus. Das ist doch eigentlich ganz gut. Dann gehen wir damit hier rüber. Quatsch, wir machen erst hier einen hin. Hier, Kollege. Dran, genau. Und du machst bitte die Verbindung nach dahin. Jetzt sollte das wirklich schön laufen. Jo. Da läuft's raus. Du machst das da oben voll. Wie kriege ich euch dazu, das nicht zu tun? Hier einfach noch mal irgendwo ein Container dazwischen, in den nur der Kram reingeht. Ja, also jetzt, so müsste das jetzt eigentlich laufen. Ich muss gleich einmal das da hinten hin und her machen. Genau. Okay, wir haben Dinge zu Schluss. Das ist eigentlich unsere Zeit. Unsere Zeit, so sagt. Mehr als ich gedacht habe. Ja, okay. Du hättest es mir auch verraten, ich weiß. Dann gehen wir einmal hier rüber und schauen uns das Autosave an. Wunderbar. Gut, also wir führen das Zeug jetzt einmal da drüben in den
in unsere Fabrik rein. Dann führen wir das Zeug nach oben, packen noch die, die Munition dazu, die 125. Und dann sollten wir die nächste Munitionssorte haben. Hey, wenn ich das auf 2 Etagen hochpacke. Nein. Ich sag dazu jetzt nichts. Aber das Gute ist, ich weiß jetzt schon mal, wo das hin muss. Dahin und dahin. Ach, du bist es noch. Ja. Ich fühle mich gerade wie so ein Australier. Die haben auch den Kampf gegen die Emus verloren. Dorthin. 1, 2. Und... Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Aha. Ich sehe immer noch nicht, was ich hier werden soll. Harvest it. Genau. Harvest it. So, du kommst mit. Ich hätte mir gerne hier auf dieser Mitte. Ab, zack. Zack. So, und weiter geht's. Ich brauchen wir jetzt. Okay, das machen wir uns einfach. Dahin, dahin. Dann entsprechend drehen. 1, 2. Machen wir einfach so. Dahin, dahin. Du kommst. Dahin ist gedreht, 2 zurück. Dann haben wir nämlich von da, da drauf, darum, darum und darum. Du gehst an den Kollegen und du gehst an den Kollegen. So, da unten läuft noch ein Dogo rum. Jetzt zählen wir mal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. An Sonntag fahren hier verdammt viele LKWs rum. Vielleicht ist unter euch ja ein LKW-Fahrer. Blöde Frage. Gab es nicht mal ein LKW-Fahrverbot an einem Sonntag und für LKWs? Was Sinn macht, dass ein LKW-Fahrverbot am Sonntag für LKWs ist, weil PKWs werden da relativ wenig von betroffen. 1, 2, das sollte reichen. Ich wundere mich immer wieder, wie viele doch noch fahren. Ich weiß, es gibt auf jeden Fall, wenn es das noch gibt, dann gab es diese Sonderregelung für Termingut und für ja, Frischware. Also Lebensmittel, die gekühlt werden. Aber zum Beispiel sind... hat das Sinn? Nein, das macht keinen Sinn. Das muss weiter nach hinten. Sind davon ja so Sachen wie Kia-Möbel ausgenommen. Jetzt haben wir den hier. 1, 2. Und hier haben wir den.
Ja, ich meine, mittlerweile ist es ja sowieso relativ egal, was es da für Regeln gibt, weil es gibt ja immer genug Ausnahmen. Und hier noch was, da noch was. Wie auch immer. So, jetzt den Spaß einmal hier rein, zwei zurück. Easy. So, wir haben dich drin. Wir haben dich drin. Okay, das Zeug ist hier. Müssen wir noch zumachen, alles kein Thema. Kriegen wir hin. Jetzt brauchen wir aber unsere Munition. Das wird ein größeres Thema. Denn die Munition muss von hinten. Wo habe ich die überhaupt? Munition kommt. Was ist da drin? Da sind nur gutes Munition. Munition habe ich hier. Da könnte ich eigentlich eine komplette. Den hier drüber gelegt, wie ich den hier drunter gelegt. Wenn ich den. Das könnte ich machen. Pass auf. Wir nehmen dieses Band hier. Das nehmen. Nein, können wir nicht. Wir nehmen dieses Band und legen es erstmal dahin. Dann haben wir da oben wieder ein schönes Clipping-Ding, aber egal. Dann gehen wir damit hier unten drunter durch. Drehen den, gehen zwei vor. Gehen damit hier durch. Sagen so, hier ist die Mitte. Eins, zwei. Zack. Zwei. Eins, zwei. Genau. Damit haben wir das. Das können wir wegmachen. Nein. Wir haben das aus dem Weg. Jetzt müssen wir uns einfallen lassen. Hier einmal rauf. Ups. Na, komm her. Wir wollen in diese Ebene rein. Habe ich gesagt, da müssen drei Stück rein. Ich müssen da sechs rein. Der Einfachheit halber machen wir jetzt hier eine Dreierwand. Zwei Dreierwände. Auch wenn wir es dann von da aus runter gerade ziehen wollen. Egal. Wir ziehen uns jetzt Logistik. Den Kollegen müssen aufpassen. Weil unten muss. Nein. So. Genau. Du musst mit runterkommen. Oh mein Gott, passt das gut. Das war die falsche Höhe. Das war die richtige. Bam. Jetzt müssen wir uns einfallen lassen. Du kommst. Komm dort bitte hier hin. Du kommst hier hin. Und du kommst hier hin. Dann gehen wir. Wohin gehen wir denn? Wohin können wir denn? Ja, so. Also bis hier wäre ja schon mal ganz gut. Ziehen wir da hin. Dahin. Dahin. Jetzt wollen wir dich hier einfach um die Ecke legen. Ich schließe jetzt dich als erstes an. Denn. Passt. So. Du gehst jetzt bitte. Schiefgelegt? Ja, habe ich. Das war wild. Entschuldigung dafür. Dahin.
Das heißt, dich überlegen wir nochmal ein Stückchen, genauso wie dich und dich. Dann. Den ziehen wir von da. Da ist Mitte. Lehn dich schon mal ein bisschen. Zack. Zack. So, und jetzt. Da dran. Sehr gut. Und dich setzen wir. Da hin. So, du kommst mit hier drüben hin. Das war wieder falsch. So, es muss auf die Höhe. Und du musst dementsprechend auf die Höhe. Da dran. Da dran. Da aus. Da dran und von da aus. Jetzt geht der ganze Spaß schon mal nach oben. Sehr gut. Einmal hoch. Und rein. Wir wollen das hier vorne auf den ersten machen. Das ist ja dann auch sehr einfach alles. Und da gehen wir hin und sagen zack. Zack. Die reichen. Du kommst einfach da raus. Falsch. Dahin, dahin, dahin. Du gehst rein. Du kommst jetzt ein Stückchen weiter und gehst da rein. Und du kommst noch ein Stückchen weiter und gehst dort rein. Hier zwischen. Wenn wir hier eine Wand setzen, wahrscheinlich wird das wieder richtig doof. Wobei das geht. Damit kann ich arbeiten. Dort oben setzen wir uns jetzt den Stromverteiler hin. Genau so. Und einmal, zweimal. Und in diesem Fall können wir so hinlegen. Das so machen. Das so machen. Und schon haben wir die schnelle Gewehrmunition. Brauchen wir noch einen Speicher davor. Organisation war der. Den setzen wir jetzt so hin. Dann haben wir da immer Platz. Dass wir doch mal was abzweigen wollen. Wird auch spannend, wie wir den ganzen Spaß zurückleiten. Ey, Wahnsinn. Aber dann haben wir das schon mal drin. Jetzt müssen wir uns nur noch drum kümmern. Wir brauchen ja diese Uranzellen. Dafür bräuchten wir Schwefel. Ummantelte Uranzelle. Dafür brauchen wir Schwefelsäure. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schwefel. Wir haben viel zu wenig Schwefel. Uiuiui. Die werden spannend. Weil die brauchen wir auch, um daraus erstmal was zu machen. Was kriegen wir denn dabei raus? Ach, das ist auch noch mit Nebenprodukten. Also das hier ist heftig. Na, gucken wir mal. Dazu baue ich mir erstmal eine... also die Schwefelsäure an sich hinzukriegen ist kein Problem. Aber dazu muss ich mir dann was einfallen lassen, wie ich
was mit Reinleiten mache. War wahrscheinlich, wenn ich die Schwefelsäure habe. Ich mache hier Kanister. Wenn ich mir die Kanister wieder zurück zum Hauptbahnhof, also zu meiner Hauptdings bringen würde, hätte ich ja weniger ein Problem. Ja, die Kanister, die ich jetzt gerade schredder, benutzen, um Schwefelsäure abzufüllen. Dann kann ich den Rest einfach wegschreddern. Dann brauche ich mir da keine Gedanken drum machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das machen wir auch so. Das heißt, beim nächsten Mal kümmern wir uns um den Kram. Jetzt gucken wir einmal auf die Karte. Wo haben wir denn überhaupt noch Schwefel? Wir haben ganz hier hinten noch Schwefel. Und da oben. Schwefel ist echt ein Problem. Eieieiei. Das nutzen wir schon. Da weiß ich nicht, wie viel wir davon benutzen. Wahrscheinlich noch nicht optimal. Wir hätten hier unten noch Schwefel. Ich kann mal mit dem Schwefel was machen. Das Schwefel hier rüberbringen, zusammen mit dem Kollegen benutzen. Und dann hier irgendwo, wir brauchen ja noch Beton, das wird sich anbieten. Dann quasi hier eine Fabrik zu bauen, um mit dem Uran, dem Beton, dem Schwefel und dem Wasser die Dinger zu machen und müssen die irgendwie hier hinbringen. Zu Kaboom. Also hier zu uns. Puh, das wird nochmal eine Nummer. Oh, hier wäre noch Katerium. Das hatte ich letztens gesucht, das war zu weit weg. Habe ich hier oben noch eine Möglichkeit, irgendwas zu machen, weil aber mehr Schwefel sehe ich nicht. Schwefel wird echt ein Problem. Den habe ich, glaube ich, schon am Anschlag. Vielleicht kann ich auch mit dem arbeiten. Mit dem hier hinbringen. Wir sowieso schon den Quarz uns herholen. Also einmal Quarz herholen. Wofür hole ich denn das? Ja, vollkommen egal. Ja, wir haben da ein bisschen was zu tun. Ne? Weil schwefeltechnisch sieht es halt echt schlecht aus. Wir haben da noch und da oben und eben da ganz unten. Also alles möglichst weit weg von da, wo wir es benutzen müssen oder wollen. Das hier ist Stickstoff, das bringt uns auch nichts. Also bisher ist das, was ich da gesehen habe, wahrscheinlich die beste Lösung. Hier ist noch ganz schön, damit könnte man noch was machen. Aber ja, da ist das alles so weit weg. Mit dem könnte man natürlich optimal daran gehen, aber wofür benutze ich das denn nochmal? Ja, die drei leite ich mir ja bis vorne zu, bis hierhin für die Produktion. Oh Mann. Du Kollege. Okay, das heißt, wir bewegen uns in Zukunft ein bisschen hier unten rum. Die Kohle holen wir uns schon. Ah, dann weiß ich aber auch, wo das ist. Wir hätten auch das alles. Okay, wir könnten hier natürlich schon relativ viel zusammenbasteln. Das einfach nur gemeinsam rüberbringen bis hierhin. Das wäre auch eine Möglichkeit. Weil ich will, ne, das Uran möglichst wenig durch die Gegend transportieren. Ja, cool. Also wir haben noch was zu tun. Aber das kriegen wir doch hin. Hallo, Maus? Okay. Oh, jetzt haben wir doch wieder Bock. Okay. Was auch immer. Also, ne, ummantelte Uranzelle. Wofür brauchen wir eigentlich noch alles Uran? Brennstab, der braucht wieder die
Uranzellen. Also das ist gut. Das ist schon mal für das Projekt Atom, ist das auch schon mal eine Vorproduktion, weil damit kriegen wir den Uranbrennstab hin. Und was gab es noch mit Uran? Nicht spaltbares Uran. Das ist, glaube ich, dann auch wieder ein Abfallprodukt aus dem Waste und so. Ja. Oh, ich sehe schon, was da... das wird ganz übel. Das gefällt mir schon nicht. Also beide Rezepte nicht, weil... Schwefelsäure. Stickstoff ist nicht das Problem. Salpetersäure? Interessantes Rezept. Also das wird nochmal interessant. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Noch ein bisschen was vor uns. Okay. Ja. Wie sieht das aus? Komm, jetzt gucken wir uns wenigstens einmal die Munition an und ich habe auch schon mein perfektes Testobjekt. Hallo, wo bist du? Gehen wir mal hier rüber. Dort hätten wir gerne diese Munition. Wo ist er hin? War er nicht hier vorne? Oder war er noch weiter da drüben? Ich höre dich doch schon. Jetzt sehe ich dich auch. Okay, die Streuung ist wild. Da haben wir ihn. So, Maschinengewehr funktioniert. Hi. Lass mal Spukhautüberreste. Wunderbar. Haben wir das auch gesehen? Bleib ich hier stehen? Ach ja, warum nicht? Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Ein Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.